Und es braucht natürlich jetzt noch einen Hut. Ja. Nadi hat ganz viel und sie sagt dir gerade, was es so zur Auswahl hat heute. Ja, ganz einen Haufen, weil, wie Conny schon gesagt hat, wir haben hier zum Beispiel Tiroler-Hütchen oder Sinnkäppchen oder sogar Zylinder, Haare. Was hättest du gern? Ein durchsichtiges Zylinder. Der da? Durchsichtig Zylinder. Okay, also. Ja, Zylinder ist immer wieder sehr beliebt. Sandra? Ja. Kommt natürlich gerade da drauf. Dann sieht man die Augen gut, egal wie tief aber es man gut tut. Und wie heisst es, dein Ei? Karin. Karin? Wieso ja. Karin? Kennst du jemanden, der so heisst? Das ist meine Freundin. Okay. Also Karin, vertätschst du jetzt vielleicht gerade, wer weiss? Aber zuerst würde ich natürlich auch noch gerne ein Ei schmücken, und zwar mit der Nina. Hallo. Hallo. Hoi. Geht's gut? Ja. Super. Du bist auch schon mal irgendwo am Jahrmarkt gewesen? Ja. Wo denn? In Luzern. Mhm. Und was hast du da alles? Also Bahnen und Stand und so. Und hast du auch irgendeine Lieblingsbahn oder einen Lieblingsstand? Also Butschi-Auto. Ah, und dann bist du eine, die eher scheuch ist und schaut, dass sie überall ein bisschen ausweichen kann oder voll drin rein? Innen vorne. Voll innen, wenn schon, dann schon. Ja. Okay, ich hoffe natürlich, bei uns tätscht es jetzt auch so richtig im Eiertätsch. Für den müsstest du jetzt aber noch das richtige Ei auswählen. Welches hättest du gern? Violett. Du versuchst es mit Violett? Okay. Und mit welcher Farbe sollen wir es anmalen? Mit Rot. Mit Rot, okay. So. Und wie soll das Gesicht aussehen? Kleine Augen. Kleine Augen. Und eine grosse Nase. Eine grosse Nase. Oh. Und ein grosses Maul. Ein lachend? Ja. Okay. So. Verschwindet also halb unter der Nase. Weil er nicht so gross ist. So, aber dann braucht es auch noch etwas auf den Kopf, oder? Ja. Also, gehen wir doch mal schauen, was Conny für dich vorbereitet hat. Ja, was würde ich zu dieser grossen Nase passen? Vielleicht der gelbe Hut hier. Der ist auch nicht so, der geht nicht so tief runter. Oder eine Kappe, das wäre noch etwas. Oder was ich ja immer wieder am allerliebsten habe, ist der Ampelhut. Was hättest du am liebsten, Sandra? Eine Kappe. Die Kappe, die hier? Ja. Okay. Danke vielmals, dann sind wir gerüstet für den Winter, gell? So, also nehmen wir das hier auf dein Ei. Und jetzt musst du mir nur noch einen Namen sagen. Simon. Simon, wunderbar. Also dann würde ich sagen, wir richten mal unsere Pfanne. Genau. Sind die auch würden. So, meine ist, glaube ich, schon gut hier. Ja, hoffentlich. So. Nochmal ein bisschen. Ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Sind ihr beide bereit? Sandra! Ja. Ich hoffe, also ich wünsche jetzt Karin einen guten Flug und hoffe, dass sie es jetzt hier nicht überlebt. Hoffst du so? Hoffe, dass die überleben beide Eier nicht. Ihr seid bereit, wir auch. Dann bitte aber doch um den Trommelwirbel. Genau. Und hopp! Oh! Nein. Das war leider nichts. Nein. Sandra! Bist du noch da? Also, wir zeigen jetzt gleich noch mal Zeitlupe. Mal schauen, wie so. Das aussieht. Vielleicht war es ja gleich ein schöner Flug, oder? Genau. Einfach ein bisschen zu wenig lange. Ja! Schade! Dann tue ich halt jetzt hier gerade mal abschneiden, Sandra. Tut mir leid, aber dafür kommt die Karin hier in die Galerie. Und der Hut ist irgendwo fortgesprungen. Und Nina natürlich auch dein Ei wird hier abgeschnitten. Und setzen wir gerade nebenzu hier in die Galerie. Mit dem Hütchen. Ups! Wir lassen mal heben. Die Kappe, die will einfach nicht haben. So, ja, jetzt hebt sie einigermaßen. Danke auf jeden Fall fürs Mitspielen. Ja. Schönen Nachmittag noch, macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao zusammen, tschüss, tschüss. So, Nadi, was machen wir jetzt mit unseren Büchsen? Weißt du was? Warum machen wir eigentlich eine Büchse, wenn wir etwas viel Genialeres haben? Ja. Was? Eiertätsch. Hey, klar, dass wir da nicht früher drauf kommen. Ich meine, da müssen wir nicht mal etwas vorbereiten. Das haben wir ja schon. Nur Eier kaufen und die müssen wir nicht mal essen. Hey, so cool. Also ab an die Basel Herbstmesse mit unserem einzigartigen Junior Eiertätschstand. Und für euch ist in der Zwischenzeit schon mal Jackie Chan. Viel Spaß.